So, zack. Noch ein wenig Holz mitnehmen. Fuchs. Brauchen wir noch Fuchs? Mittlerweile wieder. Wir schauen mal. Ach schon, knochiges Fleisch haben wir noch gebraucht. Aber sonst auch noch irgendwas, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, reichhaltiges Fleisch. Hast dir so gedacht, ne? Na komm, wir zerlegen jetzt einfach alles, was uns hier noch über den Weg läuft. Wird ja schon nicht schlecht. Haben wir quasi einen riesigen Kühlschrank hier. Hier mal wieder. Ja, gute Nacht, Lisimane. Danke fürs Dabeisein. Hoffe, hat ein wenig Spaß gemacht. Schlaf schön. Na komm. Das brauche ich vielleicht noch. Na, vielleicht. Was habe ich mir jetzt eigentlich hier eingestellt? Warum bin ich eigentlich da oben hingelaufen? Eigentlich, weil ich dem Ding nach bin. Mit der Markierung. So, besser. Das wäre alles durch soweit. Oh, wir können, glaube ich, dran vorbei. Das passt schon. 20.000 Metallscherben. Hey. Wir sind so reich. Und hier bringt es halt nicht so unglaublich viel. Doch sehr widerstandsfähige Ziegen. Schon fix die Viecher. So, dann hätten wir dich. Der ein Dachs weniger jetzt können. Na, ich guck mal gerade. Ne, aber noch nichts Neues. Ja, so ein bisschen Holz kann ja auch nicht schaden. Holz vor der Hütte und so weiter, kennt man ja.
Oha. Na komm. Ich bin immer noch fit. Naja. So viel Pfeile verschwendet. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Genau. Na, ist tatsächlich noch im Bereich drin. Rotes Licht. Klart doch diesen Bogen mal schneller aus. Ja. Ach komm. Ein wenig vorankommen, bitte. Zack. Gut, haben wir das Lagerfeuer. Du willst es wirklich jetzt noch wissen. Dankeschön. Wahrscheinlich das Level 50 haben wir fast noch erreicht, bevor wir da ankommen. Dann mal her mit dem ganzen Zeug. Aber den Rest lasse ich jetzt mal. Komm, komm, komm. Wir haben noch eine Nebenquest hier. Genau. Na dann. Ich bin längst weg. Zwei Nebenquests sogar. Über die Mörderklaue am Ende zu sprechen. Dein Lied wird eben im Schnitt widerhallen. Naja. Fremde. Dieses Gespräch ist mir eine Ehre. Man sollte eine Herausforderung... Ich habe von dir gehört. In jeder Strophe deines Liedes geht es um einen unmöglichen Sieg. Das Echo ertönt im ganzen Schnitt. Man sollte nicht allem Glauben schenken. Das weiß ich. Mein Lied erschallte früher in Ban-Ur. Umnak, Jäger von legendären Maschinen. Darum bin ich hier. Für noch eine... Man nennt sie die Mörderklaue. Zumindest als ich jünger war. Ihr Tod wäre ein gutes Ende für mein Lied. Ich konnte früher ohne Schlaf von Ban-Ur bis in den Schnitt reisen. Aber diesmal bin ich müde, Jägerin. Doch du, stärker als Aratak, mit deinem eigenen Verak. Wenn auch nur die Hälfte deines Liedes stimmt, bist du die Einzige, der ich diese Jagd anvertraue. Ich soll für dich jagen gehen? Nicht nur für mich, nein. Für einen alten Freund. Ich soll an deiner Stelle jagen. Ist das so eine Art Banuk-Brauch? Sollte es vielleicht, aber nein. Wir überleben und siegen, bis wir an beidem scheitern. Ich gebe zu... Das ist nicht leicht für mich,
Für jede andere Maschine würde ich einfach sterben. Als Banuk-Jäger bei der Jagd. Doch die Klaue hat zu viele Leben gefordert. Mich wegen ihr in den Tod zu stürzen, bewirkt rein gar nichts. Lieber in eine Welt ohne Klaue leben, als zu sterben, während sie noch immer Leben auslöscht. Du scheinst ziemlich bekannt zu sein. Ein Banuk bringt seinen Körper an seine Grenzen. Und meine Grenzen waren hoch. Maschinen mussten erlegt werden und in meiner Jugend erkannte ich mein Talent dafür. Selbst jetzt ist mein Name noch so bekannt, dass der Verak zu mir kam. Wegen der Mörderklaue. Glaubst du immer noch genauso an dich, wie es dein Verak zu tun scheint? Früher einmal. Bevor der Bogen in meiner Hand zitterte. Erst da sah ich zum ersten Mal die Flecken auf meinen Händen. Wie seltsam es doch ist, alt zu sein. Man blickt auf solch einen langen Weg zurück. Doch vor einem ist nichts als eine Wand. Diese Maschine, die Mörderklaue. Warum den Weg zum Schnittreisen, um sie zu jagen? Manchmal haben die Lieder Refrains, in denen ein Moment wiederkehrt. Es schien passend. Du hast sie schon mal gejagt. Das muss 20 Winter her sein. Wir waren so nah dran, die Klaue zu besiegen. Wir waren näher dran als je zuvor. Wir? Ich und mein Freund. Er war damals ein Häuptling meines Veraks, ein guter Jäger. Alle paar Jahre tauchte die Klaue an einem neuen Ort auf. Ich kannte zwei Häuptlinge, die sie ins Grab gebracht hat. Mein Freund wurde der dritte. Diese Jagd. Ich hoffte, sie für ihn zu beenden. Das scheint dir wirklich wichtig zu sein, Umnak. Willst du wirklich, dass jemand anders die Maschine erlegt? Ich bin der Mörderklaue nicht mehr gewachsen, sofern ich es je war. Stelle ich mich ihr, tötet sie mich. Daran besteht kein Zweifel. Das Banuk-Blut in mir lechzt danach, es selbst mit der Klaue aufzunehmen. Aber sie muss erledigt werden. Und Tote vollbringen wenig. Na gut, Umnak. Ich tue, was ich kann. Du kannst zweifelsfrei eine Menge tun. Es heißt, die Mörderklaue kehre nur einmal alle 6 Winter zurück. Ich habe gehört, sie soll am nordöstlichen Rand des Schnitts zu finden sein. Gute Jagd. Wie viele von uns sind während der roten Raubzüge umgekommen? Und ein toter Kaja soll nun ein unverzeihliches Verbrechen sein? Zu sehen. Okay, hier komm, dann nehmen wir die andere Quest auch noch gerade mit. Du bist Eloy, stimmt's? Mein Paps, Burgrent meine ich, sagte, du kämest, um mich zu sehen. Baga, freut mich. Hey, dein Speer macht echt was her. Hast du bearbeitet, stimmt's? 1-2 Sachen verändert. Du kennst dich aus mit Waffen. Ich wünschte, diese Banuk sehen das. Ich könnte nicht mal einem Grauhabichtschrott andrehen. Alle wollen nur öde Bögen und Speere. Aber ich mag das Ungewöhnliche. Und sowas haben die Banuk. Zum Beispiel der Speer von Aratak. Ein Eisdorn. Oh, oder die Waffe von Urea. Wenn ich nur in so einer rumstochern könnte, um die Blitze an den Fingern zu spüren. Oder überhaupt in irgendwas, wenigstens. Mein letzter Auftrag war vor 1 Monat. Eine Waffe, die Feuer spuckt. Das lief nicht so gut. Ich meine, wir haben ja quasi alles. Ich habe einen Eisdorn. Genau wie Aratak. Willst du mal sehen? Im Ernst jetzt? Ja, ja, furchtbar gern. Okay. Klarer Baufehler. Wenn ich die ersetze... Ja, das sollte... Gut, ob du es glaubst oder nicht. Sie erfüllt erst höchstens ihr halbes Potenzial. Warum denn sie? Oh, Pap sagt, alle Waffen sind weiblich. Er merkt gar nicht, dass das ein Kompliment ist. Folgendes.
Wenn wir das Gebiss eines Donnerkäfers hätten, würde sie wirklich fantastisch laufen. Und ich weiß, wo einer ist, wenn du mit mir jagen willst. Ah, das heißt, du baust mir, also das hatte ich ja gesehen, dass man die auch verbessern kann. Das heißt, du verbesserst mir den ganzen Spaß jetzt, das ist doch cool. Also, mal angenommen, du kennst jemanden, der so eine Waffe besitzt. Dein Ernst? Schau sie dir an. Natürlich. Also die Spulen erzeugen den Funken. Die Energiequelle ist nicht einmal verschraubt. Im Ernst, sie ist wunderschön. Aber auch wunderschön lässt sich noch steigern. Wir brauchen eine Sturmvogelkralle. Blitze fließen nur so darüber hinweg. Und ich weiß auch woher. Komm mit mir mit, dann mache ich die Waffe zu deiner besten Freundin. Zweitbesten. Eine Waffe, die Feuer spuckt, hm? Wie die hier? Ich habe sie von einem Osaram-Banditen. Kannst du damit was anfangen? Du hast mein Schmiedefeuer? Wenn du Urkut und seine Jungs dafür erledigt hast, gehört sie jetzt dir. Und wenn du es erstmal fertigstellst? Mach sie. So, wie sie sein sollte. Das wollte ich hören. Ich brauche eine Brüllrückenschnauze. Ganz egal von welchem. Schaffst du das alleine? Ich krieg das schon hin. Was brauchst du nochmal für die Reparatur? Das Gebiss des Donnerkiefers reicht aus. Kannst du das wirklich reparieren? Na klar. Vermutlich. Mit der Sturmvogelkralle. Dieses Schmiedefeuer von dir. Was brauchst du noch dafür? Wie gesagt, eine Brüllrückenschnauze reicht. Eine Kleinigkeit. Also, wir brauchen Sturmvogel- und Donnerkieferteile? Und du weißt, wo es sie gibt? Stimmt. Ist aber ein ganzes Stück entfernt. Wir können im Taltreff einen Sturmvogel finden und einen Sturmvogel bei Freihalde. Wir treffen uns dann vor Ort. Das wird lustig. Okay. Die Herden ziehen immer weiter. Okay. Brühlschnauze. Die Mörderklaue. Ja, schauen wir doch mal. Fangen wir vielleicht auf jeden Fall damit mal an. Und wir ebenfalls. Was haben wir da? Ah, noch genau. Kontrollturm. Und genau da müssen wir dann hin. Ewig weit weg. Alter. Ja, können wir da noch ein paar Feuer mitholen. Das ist ja auch nicht verkehrt. So viele neue Aufrüstungssachen. Hast dir so gedacht, ne? Das hält sich eine Weile. Alter Waschbär. So, die Höhle haben wir auch schon. So, hallo Katta, willkommen. Verdammt. Na, doch vielleicht die härteren Sachen rausholen sollen. Hallo. Oh!
Ja, oder halt mal treffen, ne? Autsch. Das war ein Tarnkill? Also, ich war alles andere als getarnt. Was ist denn eigentlich für ein Emote? Bei der strange Begrüßung. Ja. 1,5 Stunden hast du noch zum Einschlafen. Aber ist das eigentlich meistens relativ ruhig hier. Ziemlich faszinierend. So? Ist da irgendein Fuchs zerlegt? Wie sind hier die ganzen toten Tiere? Hallo Benjamin, willkommen. Genau. Das ist ein Schlafhilfe hier. Der ist echt sauer. So, dann würde ich gerne einmal an dir vorbei. Aua. Passt jetzt davon. Herz und Verzierungen. Zerrungen. Verzierungen. Mhm, okay. Warst du die ganze Zeit jetzt am Lurken, Benjamin, oder kommst du jetzt gerade zum Lurken? Im Wald ist es immer so ruhig. Na gut, für die soll ich glaube ich echt mal langsam die normalen Bögen wieder nehmen. Es geht halt deutlich schneller. So. Achso, muss was an, ja. Sonst gibt's immer hier spezifische Begrüßungs-Emotes. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. So, da legst du ihn nieder. Ich muss sagen, der starke Angriff macht sich hier jetzt echt bezahlt. Du kommst gerade zum Lurk. Okay, ja. Ne, wegen des Rahmen-Lurk-Emotes. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob du die ganze Zeit im Lurk warst oder jetzt gerade zum Lurken kommst. Die suchen mich. Brauchen wir noch Hasen für irgendwas? Wer weiß, wer weiß.
So, dann nochmal einmal alles aufrüsten hier. Passt. Hat dir nicht so gepasst, ne? So, hier gehen die Viecher doch echt deutlich besser. Na gut, ist halt kein DLC-Gebiet mehr. Ja. Ja, Sachen reinstecken ist meistens ganz sinnvoll, das stimmt. Das hat meist seine Vorteile. Ja, wie gesagt, es ist also bei dem Scharfschützenbogen, der macht halt schön Schaden. Aber das dauert mir halt immer auch so ein bisschen zu lange, bis das gespannt ist hier alles. Ach komm. Einmal durch. Wirklich aufmerksam. Oh. Voilà, da schon jemand. Hallo Schwein. Na gut, da brauchen wir sofort noch wieder die etwas dickeren. Erwischt. So. Hat nur Stufe 50. Da haben wir es doch. Scheint tatsächlich noch weiter zu gehen. Sehr gut. Punkte, Punkte, Punkte. Na gut, ein. Da können wir nichts mitreißen. Ein Pigment, genau. Sogar ein wildes Pigment. So, damit kann Varga den Eisdorn flicken. Sehr gut. Dann bin ich doch mal gespannt. Ich hab das Teil. Bereit, die Waffe zu flicken? Ich bin immer bereit, eine Waffe zu flicken. Dass ich mal froh bin, einem Donnerkiefer in den Schlund zu blicken. Ich bin es. Es sind nur große Werkzeugkisten. Sobald sie dich nicht mehr töten wollen. Glaub mir, Aloy, du wirst diesen Eisdorn nicht wiedererkennen. So. Oh, sie ist perfekt. Speere sind alle gleich. Piekt schlitztot. Öde. Der Kühlsaft fließt jetzt besser. Anpassung hier, noch ein Werfer drauf. Und jetzt schießt sie Eisstacheln. Tada! Ich bin beeindruckt. Viel schöner und mächtiger. Das ist garantiert. Gute Arbeit mit der Waffe, Varga. Ich sag ja, ich bin gut. Jedenfalls bin ich froh, dass du sie hast. Wir legen besser los. Ich freue mich auf das Banuk-Willkommen. Ja, sehr schön. Ja, das ist, ist halt auch die Frage, hast du es auf der Konsole gespielt oder auf dem PC? Weil, wie gesagt, es ist ja hier dann noch etwas einfacher mit dem Zielen. Dann macht es halt auch Sinn, eher auf die Schwachstellen zu gehen. Es spart halt doch einiges an Zeit. So, dann nächster Auftrag, bitte. Sturmvogel. PC-Mikro... Ja, gut, okay, ja.
dann erklärt das einiges. Wo wir können was herstellen? Eis- und Munitionspakete, okay. Jetzt sieht es aber auch echt fancy aus, muss ich sagen. Ja, eben, genau. Und ich meine, der Nahkampf geht ja auch ganz gut hier. Ist ja noch weiter hier drin. Das sollte passen. Ich war dir nicht so nach genauem Zielen. Hier kommen wir jetzt rum. Ach, da ist er, glaube ich, sogar schon. Hm. Achso, das sind mehrere. Dann lassen wir das vielleicht gerade mal. Ich sollte vielleicht ein bisschen näher ran. Um sich schlagen. Ist halt blöd, wenn die Gegner irgendwo in der Luft rumgammeln. So, dann dreh du mal deine Runden. Dann mal los. So, geben wir dir mal ordentlich Zunder. Ja, ich warte mit dem Aufladen, also komplett aufzuladen, dauert halt gerade echt ein bisschen zu lange. Ah, da hast du aber keinen Bock drauf, wie mir scheint. Zerbritzel. Wie viel hast du noch? Wieso Hilfe? Passt doch. Ich möchte nicht so weit von Meridian sterben. Das heißt, so weit weg? Wenn ihr mir jetzt meinen Kill hier klaut. Und tschüss. So. Ah, ja. Darf ich mit dir reden? Nora, dürfte ich kurz deine Zeit beanspruchen? Ja, darfst du. Nora, bitte. Das nehme ich doch mit. Ich muss mit dir reden. Bitte, Nora. Können wir kurz reden? Ja. Ich muss kurz mit dir reden, Nora. Das war's jetzt, oder wie?
So. Hm. Ja, das stimmt. Ne, ich habe ja Skyrim bei mir direkt auf Schleichen und Dings auf Bogen gesetzt. Von daher lief das eigentlich ganz gut nachher. War zwar auch stressig, aber... Saga wollte damit die Sturmschleuder verbessern. Wir haben es dann doch noch hingekriegt. Ja, bessert sich ja hoffentlich nochmal. Ist bei dir gerade mit dem Wetter wegen des Kopfwehs oder generell? Da ist das gute Stück. Perfekt. Ich habe schon Maschinenöl an den Händen. Hier ist sie, die Sturmvogelkralle. Und los geht's. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Sieh gut zu, Aloy. Ciao. Nur nicht direkt in die Funken. Okay, ich musste sie praktisch in zwei brechen. Aber sie ist ein Stock. Und das mag ich an Stöcken. Man kann sie so zusammensetzen, wie man will. Und das hast du. Das Ding sieht jetzt viel gefährlicher aus. Sie ist mehr als gefährlich. Sie ist eine echte Vaga-Spezialwaffe. Pass gut auf sie auf. Deine Arbeit an der Sturmschleuder, das war beeindruckend, Vaga. Hey, das war nichts. Ich habe sie nur zu dem gemacht, was sie immer sein sollte. Sie werden so schnell groß. Falls ich etwas finde, das dir gefällt, komme ich zurück. Ja, bitte. So, sehr schön. Auch da die verbesserte Version. Ja, nee, wie gesagt, ich hatte... Also ich war es ja auch von Fallout noch gewohnt, dass da halt die Schleichkombi halt ziemlich stark ist. Und von daher habe ich es dann auch, als wir das damals gestreamt haben, direkt weitergemacht. Ich glaube, das ist ein Ticken kürzer. Hm, ja, okay. Das heißt, bei dir kommt dann gerade alles zusammen. Unschön. Unschön, unschön. War nichts mit Abrollen. Ja, wie gesagt, das merkst du halt schon, dass es halt beide Spiele von Bethesda sind. Auch schon bei Fallout 3 und Oblivion. So, die Herren, ich müsste mal kurz durch. Vorher noch diesen Fuchs mitnehmen. Ah, Ratte! Ach Mist. Das wird zu schwer. Ach, können wir die guten Sachen jetzt nicht wieder mitnehmen? Okay. In Ordnung. Dann müssen wir wieder Zeug zerlegen. So. Hält er voll Holz. Ja, das war, also die hatten halt auch ihr
ihren Charme, das stimmt. Obwohl ich glaube also bei Fallout 1, dem ganz alten, war ich dann am Ende auch irgendwann froh, als es vorbei war. Weil sie das teilweise doch schon ziemlich gezogen hatte. Und halt auch vom Gameplay einigermaßen stressig war. Aber Teil 2 war dann auch ziemlich cool. Und da habe ich dann auch gemerkt, wie nah dann die, wie nah das halt auch an New Vegas ist. Von den Items, von der Geschichte. Das war schon witzig. Ja, ich glaube, das ist all so gegangen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr so wirklich auf das neue Elder Scrolls gehypt. Generell, also nach der Sache mit Cyberpunk habe ich mir jetzt auch gesagt, ich bestelle absolut nichts mehr vor. Und warte dann halt auch gerade bei so Rollenspielen erstmal ab. Genau, Bruger hat die Fallout-Teile alle gemacht, glaube ich. Irgendeinen eventuell, ich glaube einen von den alten nicht abgeschlossen. Aber da habe ich auch vor ein paar Jahren mal wieder mal wieder die durchgeschaut gehabt. Ja, oder holst sie halt mal, wenn sie irgendwann wieder im Sale ist. War ja damals, als ich es zu Ende gespielt habe, mein längstes Let's Play gewesen. Stimmt, ja. Könnte sich beides sein. Das wird passen. Varga braucht das für das Schmiedefeuer. Stimmt, könnte ja auch sein, dass halt dann damit negative Erinnerungen verbindest. Da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, großartig. Das wäre halt auch eine Idee, ja. Ah, die Sache mit den Synchronsprechern, das stimmt auch. Das ist, da hast du. Wurde im Schnitt ermordet. Hast halt das immer Letzte, den. Was sie gebrauchen können, ist noch mehr Blut vergießen. Und die im Kopf, die da halt irgendwie mal als erstes gehört hast oder so. Die Landkerbe ist versorgt, wie gewünscht. Und wir halten Ausschau nach mehr Frostklauen. Wir werden stärker. Drei weitere Jäger haben die Banuk im Schnitt am Leben. Hallo Lottieben, herzlich willkommen. Die saugen uns das Blut aus den Adern. Der Kaja soll er. Was gefunden in letzter Zeit? Eventuell. Reden wir. Ich habe, was du wolltest. Zeig mir, was du mit dem Schmiedefeuer vorhast. Endlich. Ich habe sie schon fast vernachlässigt. Und das geht mir dann doch etwas zu nahe. Sie ist fertig und gehört dir. Aber mach bloß keine Dummheiten. Sieht gut aus. Ich dachte schon, dass du es in einen brennenden Seilwerfer verwandelst. Nee, sie war von Anfang an fast perfekt. Schließlich ist sie ein Varga-Original. Danke, Varga. Die drei Waffen sind brillant. Machst du Witze? Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ich sollte dir danken. Ich bin die, die jetzt die Waffen hat, oder?
Es wäre falsch, Geld dafür zu wollen, meiner Leidenschaft nachgegangen zu sein. Erzähl das nur Paps nicht. Hier, wenn ich an Waffen bastle, habe ich immer Unmengen von dem Zeug. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Dein Lied eilt dir voraus, meine Liebe. So, cool, komplett verbesserte Waffen. Sehr schön. Es ist nur ein bisschen Wind. Die Bäume biegen sich nur ein wenig. Ja, ja. So. Ja, genau, also wie gesagt, mit den, also das Fallout 76 geht mittlerweile, also als sie da die, das Wastelanders DLC rausgebracht haben, also die, das Material, das hat dann echt nochmal Spaß gemacht. Der Vagabund, genau. Das ging ja echt gut nachher. Beherrscht als alle anderen. Man muss es nur entdecken und pflegen. Aber anfangs war es halt auch. Ich hatte es ja auch irgendwie so, ich glaube, drei oder vier Wochen nach Release angegangen. Und hatte da ja schon nicht so viele Erwartungen. Nachdem ich so die ersten Reviews mir mal und Streams angeschaut hatte. Aber jetzt... Bist jetzt wieder wach vor lauter Lachen. Ich glaube, das kommt klar. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren, müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist... Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Ich nehme an, du hast noch nicht mit Uriah gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamm zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Ja, ist immer nicht so schön, wenn der Speer beiseite gestoßen wird. Was widerfuhr Uriah, als sie eine Gefangene der Kaja war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Kaja fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Was geschah mit der ersten Expedition? Uriah führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen, aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Uriah nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Uriah aufpassen. Oh, siehst du aus? Alles klar. Ja, nee, wegen den Synchronsprechern. Also das ist, geht mir halt auch so, dass es dann irgendwo... Xardas hörst du halt auch überall raus aus Gothic. Und hier den Jesper von... Von Dings. Von Enderal. Den erkenne ich jetzt auch jedes Mal, wenn der... Der hat ja auch bei einigen Spielen mitgearbeitet. Also hier zum Beispiel auch.
quasi der deutsche Troy Baker. Ja, und dann halt auch, wie hieß er, Mirko Cisma, der halt SpongeBob spricht. Der hat ja auch eine, oder halt früher Steve Urkel. Der hat ja auch eine sehr eingängige und markante Stimme. Beziehungsweise eigene Stimme. Den werden wir auch noch in Cyberpunk treffen. Ja, also mit Gothic ist halt, da ist halt bei vielen auch einiges an Erinnerungen verbunden. Bisschen aus wie ein Schlagzeug. Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist, aber nein, nicht unwissend, ich... Willst du dich bedanken, Uriah? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Kaja warst. Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Kaja änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schärften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn. Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch 1000 eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit. Er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur, das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Jetzt, wo ich Häuptling des Verax bin, kann ich dich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak und wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane? Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber dazu kam es nicht. Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen, Löcher im Eis und Metall. Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Bürgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen,
Er ist skrupellos und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein Zweiter. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Orea. Danke. Was finden wir da oben, Orea? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Doch ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Verstanden. Ich bin hier. So, stimmt, wir haben, glaube ich, echt noch einen... Haben wir noch einen Auftrag? Wir haben ja, glaube ich, noch einen Nebenauftrag, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, also was die Synchronsprecher angeht, das stimmt. Also das, ich meine, ich gucke halt mittlerweile seit etlichen Jahren die Serien alle im O-Ton. Aber... gerade bei Spielen habe ich es dann auch öfter mal, dass ich dann nochmal nachgucke und dann mal drauf warte oder überlege, woher ich die Spiel die kenne. Und nachdem ja mittlerweile auch die eben halt auch die Produktion deutlich besser geworden ist. Und halt auch dann professionellere Sprecher genommen werden für die Rollen. Oder hochwertigere, sagen wir mal so, obwohl es schon wieder etwas schlechter oder etwas unfair klingt. Mein Atem gefriert, noch bevor ich überhaupt ausatme. Kommen dann halt auch immer einige Stimmen vor, die man sonst aus Film und Fernsehen kennt.